Herzlich willkommen zu 1000 PSTV hier vom Red Bull Ring. Bei mir ist der Dr. Christian Ludwig. Hallo. Servus Christian. Ganz große Freude, wir haben heute einen Vergleichstest gefahren vor zwei wirklich außergewöhnlichen Geräten. Das eine ist ein Moto Guzzi Le Mans aus dem Baujahr 77, komplett original. Und das andere ist ganz was Seltenes, eine Ducati Mike Hailwood Replica aus 1982. Wie bist du zu diesen beiden Motorrädern gekommen? Naja, die Ducati, das war eigentlich übers Internet, ganz einfach im Internet recherchiert. Und das ist ein Motorrad, was ich bei einem Händler in Udine gekauft habe. Und das stammt aus einer Sammlung, aus einer Privatsammlung. Der Eigentümer ist gerade einmal 3000 Kilometer gefahren, hat es dann abgestellt in seiner Privatsammlung. Und nachdem er dann verstorben ist, hat er die Nachkommen alles verkauft. Und so bin ich zu dem Motorrad gekommen. Das ist unglaublich, weil ich meine, mir hat das natürlich schon was gesagt, so eine Mike Hailwood Replika. Ich habe mir die allerdings in die 80er Jahre natürlich nicht leisten können und es sind ja nur ganz wenig Stück davon verkauft worden. Ich glaube 1979 haben es 300 davon aufgelegt, also das ist wirklich wahnsinnig wenig, aber es hat natürlich ein unendliches Charisma, der 900er SS Motor mit Königswelle, und nachdem ich jetzt gefahren bin, ich bin wirklich begeistert von dem Motor. Das ist unglaublich, wie gut der funktioniert. Aber er ist original. Der ist komplett original, ja. Also der ist noch komplett zu. Also der war noch nie offen. Das ist ein Wahnsinn. Ich meine, es hat jetzt da laut Papier, weil es ist ja dort, glaube ich, diese Racing-Auspuffanlage ist drauf. Die hat's, ich glaube, die ist ausgeliefert worden mit einer normalen Auspuffanlage. Ja, die ist vom Werk her mit dieser Auspuffanlage ausgeliefert worden. Also ich habe ja die ganzen Originalpapiere auch bekommen und die ist vom Werk her mit diesem Auspuff geliefert worden. Das ist ein göttlicher Sound. Und ich meine, man muss ja auch sagen, es ist ja wirklich richtungsweisend, abgesehen jetzt vom Sound, dass man das damals zulassen hat dürfen, ist einfach großartig. Aber sie haben schon die Blinker vorne in die Verkleidung integriert. Also da steht nichts ab, das haben sie gleich integriert. Also ein Straßenmotorrad, wer sich das leisten hat können, das war sicher ein Wahnsinn. Aber Leistung hat es halt gehabt. Also normal mit dem normalen Auspuff 270 und mit dem wird es halt haben 770 oder so. Ein bisschen drüber halt, ja. Ja. Und wir sind jetzt natürlich da am Red Bull Ring relativ verhalten gefahren, weil ich meine, mit so einem Motorrad darf nichts passieren. Aber ich war wirklich begeistert, wie kernig und trotzdem weich, seidenweich und komplett ruckfrei dieser Motor aufzieht. Vor allem bis nach ganz oben, ne? Der zieht über den ganzen Bereich wunderschön durch. Und das hat sehr viel auch mit der Feinstellung zu tun. Also ich habe es ein paar Mal in der Werkstatt auch noch gehabt und wir haben sehr viel noch herumgetüftelt. Aber jetzt finde ich, läuft es wirklich perfekt, ja. Wo lässt man sowas servicieren? Ja, die ist jetzt bei Deus Moto und da hat es wirklich gut funktioniert. Also da passt eigentlich alles. Obrecht Karl, nimm ja. Genau, genau der. Es gibt wenige Leute, die sich darüber trauen, also die Königswelle einstellen, die Desmotronic einstellen, und es gibt da wenige Leute, denen ich es zutraue, ja, weil da kann auch sehr viel kaputt gehen, wenn das falsch gemacht ist. Ja. Jetzt ist so, wie er pur war natürlich diese Moto Guzzi Le Mans, das war ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Ich habe, wenn ich da in die Schule gegangen bin, da bin ich immer vorbeigegangen bei so einer Rennerschule. Das war irgendwie sowas wie kombiniert mit einer Jugendherberge und da sind öfter wirklich tolle Motorradeln gestanden und unter anderem so ein Moto Guzzi Le Mans. Und immer mein Bruder und ich, wir sind in die Knie gegangen. Das war wirklich ein Wahnsinn. Aber das haben wir natürlich selber auch nicht gehabt. Und jetzt bin ich damit gefahren. Und ich war wirklich beeindruckt, wie toll dieser Motor ist. Unten ist es natürlich so, wie man das von einer Guzzi erwartet, und es reißt hin und her wie bei einem Traktor. Da denkt man, ach gut, das ist ein Wahnsinn, hoffentlich überleben wir die Runde. Aber sobald der Motor dann so diese 3.000, 4.000 Umdrehungen überschreitet, läuft er wahnsinnig ruhig. Und da muss ich dem, der das abgestimmt hat, ein echt großes Kompliment machen. Wunderbar gemacht. Aber wie kriegt man sowas original? Naja, das war aber ein bisschen ein Problem. Die habe ich in England gekauft, in London. Ja, und es war eigentlich ziemlich alles kaputt. Ja, und wir haben eigentlich komplett alles neu begonnen aufzubauen. Und ich habe es letztes Jahr auch am Red Bull Ring gehabt. Und da ist es dann wirklich eingegangen. Also da haben wir es dann zurückgeschoben. Und wie wir dann geschaut haben, was los ist, dann sind dann schon die einzelnen Teile entgegengekommen. Also in der Ölwanne waren dann schon so Metallspäne drinnen. Und dann haben wir weiter und weiter geschaut. Und Kurbelwelle hat einen Riss gehabt, die Stößel von der Ventilsteuerung war einer gebrochen, der hat sich hineingearbeitet in den Motorblock. Ja. Also da war nichts mehr, was zum Retten war. Und wir haben dann einen neuen Motorblock gebraucht und dann sehr viele Ersatzteile. Den Motorblock habe ich selber dann im Internet aufgetrieben, irgendwo in Deutschland.
Also genau die richtige Seriennummer, dass es dazu passt. Das haben wir noch zusammengebracht und dann war es fast ein Jahr lang in der Werkstatt. Und jetzt ist eigentlich die Jungfernfahrt fast, ja. Ja, bei der Jungfernfahrt für mich, ich bin ja auch zuerst mit der Le Mans gefahren und dann erst mit der Mike Hewood Replika, da habe ich irgendwie mehr Respekt gehabt, weil da haben wir gedacht, na das wäre schon da vorne. Bei dem war ich mir wirklich unsicher, wie das fahren wird, ob ich das da reite und da nichts passiert. Und ich habe das auf dieser Guzzi wirklich genossen. Das schaut, ist eigentlich ein Alltagsmotorradl, mit dem kann man wirklich ganz normal fahren. Das Einzige, was mich echt schockiert hat, weil ich mir vorher schon geschaut, was das für Bremsen sind, aber ich dachte, naja, 82 mm, Doppelscheibe, ordentliche Sättel drauf, na, was soll das sein? Nur wie ich das erste Mal dort in die Eisen gegriffen habe, verhalten. Aber ich meine, da war gar nichts. Da war ich richtig schockiert. Und fahrt man ohne Bremse, ja. Warum bremst du so schlecht? Ja, die Moto Guzzi hat ganz fortschrittlich damals Integralbremse. Das heißt, bei der Fußbremse bremst sie auf einer Scheibe vorne und auf einer Scheibe hinten. Und wenn man die Handbremse zieht, ja, bremst sie nur auf einer Scheibe. Na gut, ist ein Wahnsinn. Nur mit dem Fuß mitbremsen, ja, weil sonst geht gar nichts. Aber es stimmt, die ist total alltagstauglich. Also die kann man auch in der Stadt fahren, da kann man sogar ins Büro mal fahren. Das funktioniert perfekt, was bei der Ducati ein Horror ist. Ne? Wenn der die mal bei der Kreuzung abstirbt und hinter dir die ganze Stau hinter dir zum Hupen anfängt, weil du sie nicht andrehst schnell genug, dann ist das wirklich hart. Ja. Die sind so begeistert von der Maschine, deswegen hupen sie. Ja. Unterschiedlich, man kann es wahrscheinlich so und so sehen. Ne? Ja. Das mit dem Alltag, das heißt, du fährst mit dem Motorradeln ganz normal, du fährst mit dem in der Stadt, in die Arbeit. Ja, da muss schon alles passen, also muss das Wetter passen, ich darf keinen Aktenkoffer, nichts mithaben und keine Kliententermine auswärts und so, dann geht's, ja. Es ist schon anspruchsvoll, ja. Also in der Stadt, das sind keine Motorräder, die wirklich ideal sind für die Stadt. Aber es geht, mit der Guzzi geht's. Die Guzzi hat ja auch einen Elektrostarter und diese Mike Hewood Replika, na, die kickst ganz normal an, was ja. Man natürlich irrsinnig taugt. Ist es schwierig, die anzukicken? Ich habe mich am Anfang total gefürchtet, ja, aber es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die springt sehr, sehr zuverlässig an, während die Moto Guzzi, das ist eine ziemliche Diva, also die springt mal an, manchmal springt es nicht so an, ja. Vor allem, ich glaube, da müssen wir auch noch was bei der Batterie machen. Also die ist, glaube ich, ein bisschen schwach dimensioniert, wenn die Ducati mit dem Kickstart eigentlich problemlos anspringt. Ja. Habe ich noch nie ein Problem gehabt. Bei mir war es jetzt so, nachdem ich mich dann traut habe, mit der Ducati zu fahren, das war natürlich, also auf dem bin ich relativ gemütlich gesessen, so fast wie so ein Tourist, so, aha, alles im Griff, die Moto Guzzi Motor, da hat sich nicht wahnsinnig viel getan, das ist eh noch so ähnlich, wie es halt heute, natürlich ist er ein bisschen rauer wie früher, aber trotzdem, diese Charakteristik ist erhalten und das Motorradl fährt eigentlich ganz normal, das ist so, ja. Da fährt man halt relativ komfortabel dahin. Und auf der dann ist es dann schon so gewesen, erstens diese Sitzposition, das streckte schon drüber über diesen langen Tank. Zweitens, dieser wirklich kernige Motor, das ist was ganz Tolles. Drittens, das Fahrwerk, das merkt man jetzt noch, dass das damals ein Fahrwerk gewesen sein muss, was unglaublich gut war. Weil es ist jetzt noch so, dass ich mir gedacht habe, na, du spürst ja vorne diese Gabel so irrsinnig gut, wie die eintaucht. Das ist nicht so, dass das irgendwas Diffuses ist, sondern das ist irrsinnig klar. Das hat mich echt fasziniert. Und dann die Bremse. Die habt ihr zwar so eingestellt, dass da vorne jetzt fast kein Spiel ist, sondern wenn du drauf drückst, na, dann bremst das gleich. Und ich meine, das bremst jetzt nicht wie ein heutiger Supersportler, aber es bremst gut. Insofern war ich von der richtig begeistert und habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, na gut, aber ein bisschen mehr kann ich schon krachen lassen. Ja, mein Problem ist die Größe. Also ich bin sehr groß und gerade der Kniewinkel jetzt bei der Ducati, der ist schon ziemlich eng. Ja? Und bei der Guzzi stehe ich natürlich mit Knie dann immer den Zylindern an. Aber sonst stimmt schon, ja.
Also man sitzt wirklich schön gestreckt drauf und für die Strecke da, für den Red Bull Ring, ist natürlich die Ducati ideal. Ja. Das ist wirklich fein zum Fahren. Ich habe mich dann ein bisschen eingelesen in diese Mike Hellwood Replika und es ist ja so gewesen, dass dieser Mike Hellwood 1978, also da ist er schon lange keine Motorradrennen mehr gefahren und da war Ducati leider schon, die waren schon ja, nicht mehr up to date, die waren eigentlich schon überholt worden von den Japanern und MV glaube ich ist auch irrsinnig stark gewesen und jetzt war das eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig und jetzt haben sie einfach zu dem Mike Hellwood gesagt, pass auf, vor uns nochmal die DT und haben ihm immer seine Königswellen 900 SS ein bisschen aufgebaut. Die hat dann ungefähr so ausgeschaut und der hat einfach durch diese DT gewonnen. Hat alle eingestampft und angeblich beim Überholen noch gewinkt, so in der Ordnung. War ganz easy. Und deswegen ist dann diese Maschine so in die Gänge gekommen und ich meine, das Charisma, das wirkt bis heute. Ja, es ist ein wunderschönes Motorrad und ich habe es im Internet gesehen und mir gedacht, okay, das ist es. Ja. Also es ist wirklich ganz ein tolles Motorrad und die Geschichte dazu, wenn man die erzählen kann, ist natürlich auch fein. Ne? Es muss halt für die Konkurrenz ziemlich demotivierend sein, wenn man dann auch gewunken wird beim Vorbeifahren. Du, und was mich natürlich interessiert, das wird halbwegs erschwinglich sein, nehme ich an, und das wird aber eine richtige Marie kosten, oder? Es war nicht so schlimm. Also ich glaube so um die 25 oder so etwas hat es gekostet. Ja. Also das war für das Motorrad eigentlich ganz okay. Mit wie viel Kilometer? Knapp über 3.500 Kilometer. Also das war das 3.000er Service, hat er noch gemacht und dann hat er es irgendwo ins Wohnzimmer oder in irgendeinen Showraum gestellt und hat es dann eigentlich dort stehen lassen. Ja. Und das da, wie viel muss man für sowas ausgeben, dass man das so hat, wie es da jetzt steht? Ja, eigentlich habe ich zweimal den Kaufpreis gezahlt. Einmal beim Ankaufen. Das waren auch so um die, ja, knapp unter 20 und dann nochmal für die Reparatur. Das war fast das Gleiche nochmal, ja. Wahnsinn, wirklich? Ja, ja. Also die ist im Endeffekt teurer gekommen wie die. Ja, leider, ja. Das war echt ein schlechter Kauf und ja, sowas passiert halt, man muss daraus lernen. Aber mir gefällt das Motorrad so gut und ich finde das so schön, ja. Und viele haben gesagt, okay, bloß weg und was Neues suchen, aber mir hat das Motorrad so gefallen. Und vor allem die weiße Lackierung ist auch nicht so oft, ja. Die meisten sind rot lackiert und mir gefällt die weiße Lackierung halt auch besonders gut. Christian, nachdem das jetzt ein Vergleichstest war, muss ich natürlich sagen, eindeutiger Sieger ist die Mike Hellwood Replika. Ist ein Wahnsinn. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich bin aber auch extrem gern mit der Le Mans gefahren. Wenn du den Vergleichstest in der verkehrsberuhigten Zone in der Stadt fährst, ja, dann schaut es anders aus. Ja, und bei mir ist es also ein Vergleichstest, das ist ja, wird immer von der Emotion bestimmt und das ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist ja so, wenn du dort reinschaust, also du schaust du über diese Donnerkuppel, muss ich schon sagen, das ist ein Wahnsinn, diese Glasscheibe ist etwas, oder diese Plexiglasscheibe ist etwas ganz Irres. Und du siehst drinnen, na, diese Verkleidung, die ist handgemacht, die ist nicht irgendwie gegossen, sondern die ist richtig handgemacht, wie beim Boot oder so. Ja, also das sind solche Flächen, die übereinander gelegt und geklebt wurden, es ist auch ganz uneben. Also wenn man von der Seite schaut, man sieht ja auch, wie uneben das ist und da ist offenbar auch jede Verkleidung ein bisschen anders. Ja? Also auch diese ganzen Spaltmasse, ja, diese Fugen, ja, sind ja teilweise relativ breit, ja, wenn man das dann irgendwie dann versucht hat zusammenzuschrauben, dass das auch hält. Ja? Also das ist echte Handarbeit. Ja? Da darf man nicht herumbitzeln, wenn da die Fuge ein bisschen größer ist. Ja, Christian, würdest du die Motorräder verkaufen? Nein. Nein. Christian, dann ist so, dann bedanke ich mich ganz herzlich, weil für mich war das ein Wahnsinn. Es war, ich meine, man kommt nicht oft in die Gelegenheit, mit sowas zu fahren und setzt noch ein großes Vertrauen voraus. Ich habe es nicht enttäuscht, da bin ich selber auf mich stolz. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, Dank, dass das war. Vielen Dank, mir sehr gefreut. Super. Danke. Ciao, Baba.